Und ab Stufe 11 sind es schon 1500 oder 5. Nee, ab 16 dann 2000, ja. Also da müsste man viel Power Gaming betreiben. Solange in den Gebieten rumstreifen, bis man keine Erfahrungspunkte mehr von Gegnern kriegt. Und das sind viele Wölfe da, die ich nicht töten möchte. Wie kommen wir hier durch? Gar nicht. Dann schleichen wir halt an den Wölfen vorbei. Kommen wir auch an den Feuerfliegen vorbei? Ja, kommen wir scheinbar auch vorbei. So, hier unten durch und hinten hoch und dann sind wir schon beim Hexentanzplatz. Hier ist auch die Sonne wieder etwas heller. Ein Autosave verheißt nichts Gutes. Wir sind hier, nichts passiert. Vielleicht sollten wir die Eulenschädel hübsch drapieren. Ja, Gladys hat gute Ideen. Wir müssen ja die Eulenschädel, ne, die noch ganzen Hexenmonumente einsetzen, nehme ich mal an. Weil ein Eulenschädel ist ja schon in einem der Hexenmonumente. Hi. Du bist tapfer, dich mit den Hexen des Koschs einzulassen. Aber wir sind dir wohlgesonnen. Ich will versuchen, dir zu helfen, in die Ruine von Blutberge zu gelangen. Vielen Dank. Wie können wir diesen magischen Schutzwall überwinden? Der Schutzzauber ist stark und voller fremdartiger, mir unbekannter Magie. Ich glaube aber, dass der machtvolle Zauber die Magie an seine Lebenskraft geknüpft hat. Töte den Magier und der Wall wird bersten. Aber wer ist dieser Zauberer unbekannter Macht? Was, wenn er im Inneren der Ruine ist und seine schrecklichen Pläne verfolgt? Das dachte ich zunächst. Oh nein, dreh dich um. Der Blender ist hier auf dem Tanzplatz, auch wenn er nicht der ist, der vorgibt zu sein. Lügen, Heidruna. Nichts als Lügen einer sterbenden Frevlerin. Das Licht Braios wird euch läutern. Ihr seid kein Diener Braios. Ihr seid eine Ausgeburt des Grauens. Da!
Zeigt euch endlich in eurer wahren Gestalt. Oh. Hey, seinen kennen wir doch. Haben wir doch schon umgebracht. Ein Zwerg, ein bei meiner Axt. Vorgrim macht die Kultisten nieder. Wir kümmern uns um den Hauptburschen. Phorax, sprich, Freund. Oh, nicht gut. Heilbeersaft. Mach mal Defensive an, das hilft vielleicht ein bisschen. Du, heil ihn. Alles klar. Gladys wird von Inquisitor Davania angegriffen, das ist nicht gut. Genau. Na klar. Du heil mal Gladys. Gladys, das da. Das bin ich. Ich glaube, der hat sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Wunden zu widerstehen. Lass das mal Vorgrim machen. Na klar. Okay. Wer hat den Drachen eingeladen? Inquisitor, ein verdammter Mantrake. Und unter der Ruine schlummerte ein Drache? Du wandelst auf düsteren Pfaden. Schau, was innerhalb weniger Tage aus diesem Wald geworden ist. Diese Kultisten scheinen keine Götter mehr zu kennen. Schrumpfkopf nochmal. Hoffen wir nur, dass sich dein kostbares Buch wirklich dort unten in der Ruine befindet. Was ist denn ein Mantrake? Die Mantrakin sind Drachlinge, halb Mensch, halb Biest. Sie sind die Erben jener Drachen, die einst über diese Welt herrschten. Mächtige Magie kennen sie und sie beten andere Götter an als wir. Drachengötter. Sie leben seit Jahrtausenden im Verborgenen. Vielen glauben nicht einmal an ihre tatsächliche Existenz. Doch nun wart's zu Schröck. Wer von uns Menschen soll ihrer Macht standhalten können? Herr Drunner, ich muss noch etwas wissen. Was sind das für Menschen, die freiwillig einem solchen Monster folgen? Sie sehen aus wie religiöse Eiferer, aber sie tragen kein Symbol einer Gottheit, das mir bekannt ist. Aber die Mantrake beten Drachen an, also werden sie diese Kultisten wohl auch tun. Werden das diese Kultisten wohl auch tun? Menschen, die Drachen anbeten. Ich fürchte, das ist erst der Anfang der Schrecken, die uns noch bevorstehen. Heißt das, der ganze Sonnenzug besteht in Wahrheit aus Drachenkultisten? Nein, das kann ich nicht glauben. Ich fürchte, der große Inquisitor und seine engsten Diener haben als falsche Propheten einen Haufen Narren mit salbungsvollen Reden einlullen können. Vertraue einer alten Vettel wie mir. Es braucht nicht viel, um Menschen dazu zu bringen, andere auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Aber warum machten sie Jagd auf Hexen? Wir Töchter Sartorias sind die Hüterinnen dieses Waldes. Unseren Augen und Ohren entgeht nichts und diese magische Barriere, so mächtig sie auch gewesen sein mag, wäre früher oder später unter unserer Macht gefallen. Der Sonnenzug war hauptsächlich als Ablenkung gedacht. Eine Horde mordlüsterner Prioten sollte uns wohl von den tatsächlichen Machenschaften in der Ruine ablenken. Was für eine Tragödie. Ich muss noch etwas wissen. Womit kann ich helfen?
Wie geht es euch? Seid ihr verletzt? Echt, dieser alte Körper hat schon viel Leid ertragen müssen. Doch bei der dicken Entengrütze so einen mächtigen Kampfzauber habe ich selten gesehen. Dieser Ex war ein mächtiger Zauberer, aber macht ihr um Heidruna keine Sorgen. Der Wald und ich sind eins. Seine Kraft ist die meine und es braucht schon mehr als einen Zaubersprung, um mich zu vernichten. Echt. Ich muss noch etwas wissen. Was habt ihr jetzt vor, weise Heidruna? Ich bin zu alt und zu schwach, um mich in einen neuen Kampf zu stürzen. Meine Stärken liegen woanders. Ich werde die Hexen zusammenrufen, doch ich fürchte, unsere größten Stärken sind auch unsere größten Schwächen. Wir sind stark und eigensinnig und unabhängig. Es kann Tage dauern, bis alle Töchter Sartorias überzeugt sind, ihre Macht gegen diese Drachenanbeter in die Waagschale zu werfen. Den nächsten Schritt wirst du allein gehen müssen, denn die Zeit drängt. In der Burg finde ich vielleicht einige wichtige Antworten. Ich mache mich gleich auf den Weg. Ja, geht diese Angelegenheit auf den Grund. Ich fürchte, was wir heute sahen, wird Konsequenzen haben, die weit mehr als nur den Dunkelwald betreffen. Aber vergiss nicht, die Paroten sind auch noch da. Wahrscheinlich werden sie bald abziehen, jetzt da sie hier Anführer als Mostrum verbarte. Der Priot Ben Brendrich hat wohl jetzt das Kommando über das Lager an sich genommen. Da du ihm geholfen hast, glaube ich nicht, dass du ihn fürchten musst. Aber ob er dir helfen wird? Ja. Also, die Hexen des Dunkelwaldes ist abgeschlossen. Die Hexen des Dunkelwaldes stellen sich gemeinsam gegen die finstere Macht, die sich immer weiter im Dunkelforst ausbreitet. Gestohlenes Wissen. Lüfte das Geheimnis der Ruine. Was mich tatsächlich in die Tiefe dieses unheimlichen Gebäudes erwartet, ist mehr als ungewiss. Aber wenn ich diesen Schritt hinein nicht wage, wird das Buch für immer verschollen bleiben. Und was noch schlimmer ist, die dunkle Macht, die es an sich gerissen hat, wird es für ihre Zwecke einzusetzen wissen. Dringe in die Ruine ein. Ich muss in die Ruine gelangen und keine dieser finsteren Gestalten, sondern auch nur versuchen, sich mir den Weg zu stellen. Aber ich vermute, sie werden es trotzdem tun. Gut, wir haben was Neues gekriegt, nämlich... Oh, schön. Flammen, die Handschuhe der Flamme. Also das zweite Teil. Mit sehr wenig Behinderung. Und dadurch mit einem Fingerfertigkeitsbonus von plus 2. So, mal sehen, was haben die noch bei sich getragen. Sanja. Defensiv können wir mal wieder ausschalten. Oh, du trägst aber schönes Zeug bei dir. Alles klar. Ja. Ein Schwert, ein Wort. Ausdauertrank für dich. Sehr praktisch. Ausdauer passt hin, können wir hier hin. Zaubertränke sollten stackbar sein. Und ja, sehr, sehr viel. Ah, die Pfeile wurden gleich ausgerüstet. Gut. Jetzt heißt es in die Ruine gehen. Woher wollte ich nochmal zum Gutshof? Oh. Bredo, hi. Na, wenn du das mal nicht bist, hätte ich mir eigentlich gleich denken können, als ich dieses Vieh von der Burg wegfliegen sah. Und jetzt willst du sicher da oben rein, oder? Dann solltest du dich vorher noch bei mir ausrüsten. Ah, wie nett. Bredo, was machst du hier? Na was wohl, Dinge kaufen und verkaufen. Das Gut Dunkelfrost ist so abgelegen. Die freuen sich über jeden Pfad, den hinter der Völkerei kommt. Ich komme richtig gern hier vorbei und ganz unter uns mit dem alten Humbert komme ich auch ganz gut zurecht. Mit dem habe ich so manchen guten Handel abgeschlossen. Dann zeig mir mal deine Waren. Ja, schwerer Kampfstab. Oh, die Haarnadeln. Die Haarnadeln, die nehme ich mal. Sicher ist sicher. Ein Geweihhelm brauchen wir nicht unbedingt. Schleifstein, oh nö.
Aber ich kann dir mein Zeug verkaufen. Die überschüssige Kräutersichel und die paar Dolche und alles. Oh, da ist Schossmehl mit einem Wolf und einem Wildschwein und den anderen. Du hast den Dunkelwald ja prächtig durcheinander gewirbelt. Wer hätte gedacht, dass der Inquisitor ein kaltherziges Echsenmonster war? Nicht, dass ihn das großartig von echten Prajoden unterscheiden würde. Auf jeden Fall haben wir Schwestern Satuarias gedacht. Du könntest vielleicht Hilfe dabei brauchen, wenn du in die Tiefen der Burgruine steigst. Mhm.